Er ist zu stürmisch. Er ist zu stürmisch. Wie dauert es auch so lang? Er ist 55 Jahre alt. Konntest du die Kotprobe auch gewinnen? Nein, noch nicht. Gib mir mein Gerät zurück. Ich habe ja schon bereits Kotproben gesammelt von der Kreatur. Ich wollte nur die bei der Arbeit sehen. Bei diesem Tier musst du mit der Armbrust auf die Beine zielen. Das ist am wirkungsvollsten. Dann zeig mal, was du drauf hast. Viele Pfeile benötigt man für so eine Kreatur und ist noch ein. Ich denke, du hast genug dabei. Sturmtruppler, leise, wir sind hier bei der Arbeit. Natürlich, mein Lord. Ruhig bleiben, das Ziel immer vor Augen halten, mein Schüler. Immer auf die Füße. Lass dich nicht treffen. Es wird noch ein langer Weg zum Meister für dich. Das war der Kopf, du sollst ruhig zielen. Ja, tanz mit ihm. Sehr gut. Ja, fühle. Fühle die Macht, wie sie dich durchfließt und in deinem Pfeil übergeht. Du hast es bezwungen, mein Schüler. Immer schön die Pfeile danach aufsammeln. Auch wenn du Kreaturen tötest, wenn du Munition benutzt hast, einsammeln. Am besten gehst du jetzt ins Lager an unseren Breitmaul. Dort wirst du die entsprechenden Bären in der Tasche finden. Diese Kreatur von dir zu überzeugen, du musst jetzt deinen Willen aufzwingen. Irgendwie ist es lustig mit dem Schüler. Der Server ist falsch, du musst noch RP dazu schreiben. Roleplay. Ja, richtig lesen, ne? Ausrufezeichen Server RP. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Funktioniert, ne? Man muss nur schreiben können. Wusel, du musst sowieso erst mal aufs entsprechende TS kommen. Krieg ich nämlich eine Unterweisung von der Admins. Bist du doch nicht so hoffnungslos. Ich hätte dich ein wenig früher gebraucht beim Rebellenlagerüberfall. Nicht so viele Verluste erleiden müssen. Die Kapsel ist leider etwas vom Kurs abgekommen. Wurdest du auch von dem Rebellenschiff, das sich dem Todesstern im Schatten nähern konnte, überfallen? Ja. Dabei sind sehr viele. Mein Schüler, ich werde deine erst erlegte Kreatur im Auge behalten. Da hinten möchte ich auch das Lebensalter wissen.
Ja, Meister. Ich möchte dafür dieses Gerät nochmal. In meinem Titel steht... Architekt, vielleicht wäre es noch möglich, nachzusehen, ob hier irgendwo eine unterirdische Wasserader verlaufen könnte. Dahinter. Ich möchte dafür dieses Gerät nochmal, Meister. Danke. Ich gebe dir meins, aber besorg dir ein eigenes von Captain Phasma. Ja, Meister. Oder geht das zuerst machen? Auf, zu Captain Phasma. Ja, wir brauchen eine andere Maschine, um die nötigen Materialien zusammenzubekommen. Wir brauchen elektronische Kleinteile. Aber mit den hier momentan zur Verfügung stehenden Werkzeugen ist es uns nicht möglich, elektronische Bauteile zu fertigen. Verstehe. Vielleicht können Sie sich eine Konstruktion überlegen, die dies ermöglicht. Ich hatte mal früher einen Hobbyraum. Ich werde diese Konstruktion mal nachstellen. Natürlich. Und wie gesagt, Sie sind mit viel Arbeit gesegnet. Die Tiere brauchen unbedingt Schutz. Wir müssen unsere Mauern und unsere Barrieren verstärken und die unterirdische Wasserleitung. Das ist korrekt. Okay, ich werde mich sofort ansetzen, Captain. Weggetreten. Captain, könnten Sie mir eins dieser Geräte geben, womit man das Alter der Tiere sehen kann? Natürlich, kommen Sie mit. In weiser Voraussicht habe ich bereits ein weiteres Experiment gestellt. Dankeschön, Captain. Damit müsste es möglich sein, denn genau Umgang kennt jedoch nur der Lord Imperator. Der wurde mir schon beigebracht. Nun denn? Der Techner, mein Schüler hat hierher gefunden. Jetzt sind wir zwei Lichtschwertträger, Kylo Wayne. Ich hätte ihn echt beim Rebellelager gebraucht. Aber leider ist er jetzt erst. Er ist mit seiner Kapsel direkt auf unser Base geklatscht. Unser Architekt hat sich echt gefreut darüber. Mordsexplosion heute Nacht passiert. Ich unterrichte gerade in der Kreaturenzähmung, wo man die Wille aufzwingen soll. Er hat jetzt diese Kreatur schon gelegt und jetzt guckt er gerade, wie viele Lebensjahre die Kreatur dahin hat. Meister, es ist 15 Jahre alt. Gut, dann wird dies das erste Tier sein, das du mit deiner Laserwaffe erlegst. Ich will deine Kampferfahrung sehen. Ja, Meister. Los. Nicht nur werfen. Eine Waffe ist auch zum Kadaver entfernen geeignet. Prüfe das Tier hinter dir. Lebensalter. An der rechten Schulter. Kylo Ren ist mein Schüler. Von seinem Imperium-Rang her ist er Captain Phasma und Sturmtruppler mit Schürze gleichgestellt. Alle Sturmtruppler ohne Schürze müssen auch seinen Befehlen befolgen. Die mit Schürze, der Captain Phasma, kann sein Befehl befolgen, muss es aber nicht. Kommt halt immer drauf an, wenn sie wichtigere Aufgaben haben, tun sie die natürlich zuerst erfüllen. Dieses Exemplar scheint Alter 95 zu sein. Welches Alter? Drück dich klarer aus.
95. Eine weitere Kampferfahrung für dich. Benutzt die Macht kürzer beim Werfen. Viel kürzer, hallo. Umso schneller ist das Schwert wieder bei dir. Benutze den Zorn. Der Zorn wird dir Macht verleihen. Sehr gut. Gehen wir zu deiner erst erlegten Kreatur zurück. Ich habe hier auf dem Planeten mit einem Schmuggler Kontakt aufgenommen. Vielleicht erreichen ihn zurzeit nicht. Ich bräuchte Kenntnisse. Eine Karte wäre sehr hilfreich. Versuch nochmal Kontakt aufzunehmen. Kümmere dich um deine Kreatur. Ja, Meister. James Sky, das Imperium ruft Sie. Ja, ich höre Sie. Was ist? Was wollen Sie? Bei unserem nächsten Treffen werde ich dir erstmal Respekt beibringen müssen. Ich habe sie versucht zu erreichen. Ich hab's gehört. Ich hab sie danach wieder angefunkt, aber sie haben noch nicht mehr geantwortet. Meine neue Basis ist von Felsen umringt. Vielleicht haben die gestört. Oh, okay, ja. Mein Anliegen. Ich benötige eine Karte. Haben Sie eine Karte von diesem Planeten? Ich würde mal schauen, was ich auftreiben kann. Haben Sie eigentlich den Absturz auch gesehen? Absturz? Ja, da ist so ein Flugobjekt vom Himmel gefallen. Ich würde vermuten, das war irgendeine Rettungskapsel. Gehörte vielleicht wieder zu Ihnen. In welchem Zeitraum ist das passiert? Oh, das dürfte so von einer knappen halben Stunde gewesen sein. Es wird dann wohl mein Schüler gewesen sein. Er hat schon zu mir gefunden. Ah, wir waren gerade auf dem Weg zu dieser Position. Wir wollten uns das mal genauer angucken. Nicht mehr nötig. Und wo kann ich Sie jetzt auffinden? In diesem Falle könnten Sie mir auch so ein Navigationsgerät auftreiben. Ich werde mal schauen, was ich machen lässt. Was würde das kosten bei Ihnen? Die Karte plus ein Navigationssystem. Gerät. 10 Navigationsgeräte. 10 Navigationsgeräte. Sky? Ja, ich muss mal kurz nachrechnen, wie teuer das wird. Ich bin nicht so gut im Kopfrechnen. Haben Sie keinen Druiden zu Ihrer Hand? Nein, leider nicht. Nun, wir können die Sache ja wieder mit Fischfleisch regeln. Wir können das auch anders versuchen. Dann nennen Sie mir mal Ihren Preis. Mein Schüler, ich werde Captain Phasma bereits in Kenntnis setzen, mich mit Sky zu treffen. Kümmern Sie sich weiter um die Kreatur. Ja, falls Sie von 10 Talern und noch 50
sagen wir 25 Talbarren. Mit den Talern meinen Sie diese heimische Währung? Genau die. 10 Taler plus gehärtetes Metall oder rohes? Gehärtetes. Auch 10. Nein, 20. Wir werden uns in 10 Minuten am blauen Objekt finden. Hier sehen wir natürlichen Lebensraum, der Baumeister bei seiner Arbeit. Alles in Zeitlupe. Ist das schwer. Warum ziehen Sie diesen Balken auch alleine hinter sich her? Ego, mein Imperator, Ego. Es gibt den Bizeps, es gibt Bizeps. So wächst der Bizeps. Nicht so überanstrengend! Ein waschechter Mann, dank Schappi! Keine Produktplatzierung. So leuchten Captain Phasma. Mal gucken, bevor ich Roleplay-mäßig was mache. Ah, okay. Captain Phasma, wir müssen eine Expedition zum blauen Objekt starten. Setzen Sie die Sturmtruppler, die bei der Base bleiben, in Kenntnis und Sie werden mich auf jeden Fall schon mal begleiten. Architekt, ich setze Sie hier mit in Kenntnis. Ich werde mit dem Lord Imperator aufbrechen, den Schmuggler Sky zu treffen. Sie sind mit Ihren Aufgaben vertraut. Mein Schüler, wir werden eine Expedition starten, sobald du mit deiner Kreatur erfolgreich warst. Ja, Meister. Fass mal, Sie sind im Besitz des Funkgerätes? Ja, mein Name. Frequenz 66. Mein Schüler ist noch mit seiner Aufgabe nicht fertig. Ich werde Sie rufen, sobald die Expedition startet. Bereiten Sie aber dennoch alles vor. Genügend Wasserressourcen und Nahrungsmittel für 3 Personen. Ich mache jetzt mal Abmessungen, damit wir da eine Halterung drauf bekommen. Um auf dem Springer reiten zu können. Ich lerne die Engrammpunkte für Raptor-Sattel. Raptor ist übrigens mein Lieblingsarktier. Was ist denn euer Lieblingsdino in Ark? Es sind ja schon mittlerweile ordentlich an Tiere rausgekommen. Was ist so euer Favoritsdino? Also bei mir, ja, klar, Petri-Fliege, bla bla, ist schon cool. Wisst ihr, mein allererstes Tier nach dem Dodo war direkt der Raptor, wo ich versucht habe zu tamen. Ich habe da damals im Streamer zugeschaut und ja, der hat halt Raptor schon Liege gehabt. Und ich wusste gar nicht, wie er das vorher gemacht hat und so. Ja, Gott, bin ich an Raptor gestorben. Und jetzt mit ihrer neuen Fähigkeit. Oh, lieb die Dinger. Naja, wenn er mich halt greift, hasse ich ihn in dem Moment. Aber ansonsten, oh, so cool, dass er die Fähigkeit gekriegt hat. Umschnallen und hier befestigen. Noch eine Halterung zwischen den Zähnen.
Wollt da noch so eine Sprungattacke machen können, ist schwierig. Breitmaul betrachte wie. Ja, hat Doppelpanier in den Bauch. Und ich ja beim John Skies letztes Mal abschaue, wie der das Breitmaul steuert. Und jetzt zum Beispiel nichts zwischen den Zähnen. Wer ich wohl brauche, wer du dafür? Fertige Molle Prototyp an. Ui, die haben die Smithy weggemacht. War die überhaupt im Inventar? Oh, das. Was? Schneide? Metallstifte klopfen. Damit ich genug Ösen habe. Bei dir ist es der Allosaurier. Oh. Interessant. Oh. Mal gucken. Mal drüber werfe. Nee. Noch zu lang. Ist ja. Schneide. Okay. Ah, ja. Hier befestige. Hoppla. Ah, das bald ein Netz so im Maul, aber geht nicht anders da. Eine Rieme befestigt. Helm entgegen und reihe dich bei den anderen ein. Willkommen beim Imperium, neuer Sturmtruppler. Komm im Stream, Vince. Natürlich habe ich es geschafft. Jetzt brauche ich diesen kompletten Willen des Imperiums. Stark. Du warst auch erfolgreich. Die Kreatur scheint auch nicht zu. Sehr gut, dann bringe sie in das Lager zurück. Ja, nee, nimm dir ein Breitmaul. Ich rufe Captain Phasma zur Mission. Wir treffen uns hier. Ja, Meister. Captain Phasma.
Jawohl, mein Lord. Wir treffen uns vor den Barrikaden. Die Mission startet. Jawohl, mein Lord. Captain, haben wir noch eins dieser Breitmäuler? Natürlich. Gehen Sie durchs Tor durch. Dort stehen noch zwei. Ja. Raptore waren schon in Juvesi Park cool. Deswegen. Was nun? Jawohl, mein Lord. Halten da mein Breitmaul. Oh, Entschuldigung, ich hatte keine Achtung. Ich werde mir einen anderen holen. Die will mit meinem Schwarze los. Und wir haben die Viecher regelmäßig verloren. Übrigens ist der Raptor schwarz. Huhu. Wohin geht diese Expedition? Wir werden den Schmuggler besuchen. Oh, Captain Fassmer, ich benötige Metallbarren 20 und 10 Taler von dieser heimischen Währung. Hätte ich fast vergessen, hoppla. Mein Lord, nur 20 Metallbarren? Gehärtetes Metall, ja. Taler sind halt wertvoll. Eine Karte dann und 10 Navigationsgeräte. Captain Fasma, hat unser Sturmtruppler ein Funkgerät, um uns zu kontaktieren? Nein, ich werde ihm noch eins übergeben. Schloss Captain Fat mal ganz schön rumrennen. Und muss ja in Frequenz bleiben. Ja, dann Captain Deins, wenn man kennt's mehr haben. Mensch. Du bist ja bei mir, du brauchst kennst. Sturmtruppler? Hier haben Sie ein Funkgerät. Falls irgendetwas sein sollte, können Sie uns damit erreichen. Frequenz 66. 66, hi, Captain. Die Kreatur scheint mächtig zu sein. Ich kann Gefahren aufspielen. Sehr gut, mein Schüler. Kräfte der Tiere heraus. Schüler, ich nehme dich hier mit auf die Mission, damit du die Umgebung besser erkunden kannst. Immer wichtig, sein Territorium zu kennen.